Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich zeige Ihnen in den nächsten 1,5 Stunden verschiedene Artefakte aus aller Welt. Zu einigen haben wir wissenschaftliche Erklärungen, die ich Ihnen gerne gebe. Viele der Objekte werden aber trotzdem am Ende meines Vortrages mehr Fragen als Antworten an Sie weiterleiten. Ich beginne die Reise in Ecuador. Im Jahr 2000 habe ich gemeinsam mit Reinhard Habeck eine Reise nach Südamerika begonnen, um eben unerklärliche Objekte für die Ausstellung 2001 in Wien zusammenzustellen. Und da sind wir zu einer interessanten privaten Sammlung gekommen in Ecuador. Und zwar hat 1984 Ingenieur Sotomayor bei Goldgräberarbeiten in La Maná, einer kleinen Ortschaft in Ecuador, in einem Tunnel über 300 Objekte gefunden, die eigentlich zu keiner existierenden präkolumbianischen Kultur gehören. Interessant war dann für uns als allererstes dieser große Stein, 350 Kilo schwer, aus Granit mit einer natürlichen Quarzlinie und Eingravierungen, die eine Weltkarte darstellen. Sie sehen hier im Nahen Osten eine Einlegearbeit eines Auges und dann die natürliche Quarzlinie geht über das Mittelmeer. Ich versuche hier die Einlegearbeit. Das ist eine natürliche Quarzlinie und hier sehen Sie die Eingravierungen Italien, Griechenland, Saudi-Arabien, Indien, größer als es heute ist. Und Sie wissen, 2004 im Dezember, nach dem Tsunami in Südostasien, hat man auch unter der Meeresoberfläche dann einige versunkene Gebäudestrukturen gefunden. Das heißt, Indien war in der Vergangenheit größer als heute. Die Linie geht dann hier hinüber. Hier sehen Sie, wo heute die japanischen Inseln und Taiwan sind, hat es angeblich früher einen längsgezogenen Kontinent gegeben. Und Professor Masaaki Kimura, der 2001 drei Leihgaben aus Yonaguni, der riesigen unterirdischen Gebäudeanlage aus der südlichsten japanischen Insel, nach Wien gebracht hat, hat ein Buch geschrieben und schreibt, der versunkene Kontinent Mu, und seine Unterwasseruntersuchungen haben ergeben, dass es von der nördlichsten japanischen Insel, die heute zu Russland gehört, bis weit unterhalb von Taiwan ein Kontinent, ein gesamter Kontinent bestanden haben muss. Hier sehen Sie eine Nahaufnahme der Einlegearbeit eines Auges im Nahen Osten. Die natürliche Quarzlinie überquert dann den Atlantischen Ozean und Sie sehen hier einen Kontinent, der heute nicht existiert. Das wäre praktisch die Darstellung des mystischen Kontinents Mu. Die Quarzlinie überquert dann Venezuela und endet hier kurz in der Bucht von Guayaquil in Ecuador. Hier haben Sie eine Einlegearbeit und einen runden Kreis. Genau hier wurden diese über 300 Objekte gefunden. Interessant ist auch, dass genau hier an dieser Stelle eine Quelle existiert, die meiner Meinung nach eines der besten Wasser der Welt hervorbringt. Und zwar hat dieses Wasser 1,5 Millionen Bovis und Gold- und Silberkolloid in nanomikroskopischer Form. Das heißt, das Gold- und Silberkolloid kann sofort in die Zellen eindringen. Eines der interessantesten Objekte überhaupt, das ich bis heute gefunden habe, ist diese kleine Pyramide aus Stein mit einer Einlegearbeit hier in Grau, ein Auge wiederum, 13 Stufen, und es stellt genauso ein Bild dar, wie auf die Pyramide mit dem Auge auf dem amerikanischen 1 Dollar. Hier sehen Sie das Interessante dieses und anderer Objekte aus La Maná. Die Einlegearbeiten leuchten sehr stark, wenn man diese Objekte in einem dunklen Raum mit ultraviolettem Licht beleuchtet. Die Farbe des Auges normalerweise grau und unter UV-Licht eben sehr stark leuchtend. Interessant dann auch die Einlegearbeit am Boden dieser Pyramide. Sie haben hier die Orion-Darstellung und hier eine unbekannte Schrift.
Diese unbekannte Schrift haben wir auf Steinen in verschiedenen Ländern gefunden, exakt die gleiche Schrift, angefangen von Ecuador, über Kolumbien, in Illinois, USA, in Glossel, Frankreich, in Kalabrien, in Italien, in Malta, in Turkmenistan und selbst in Australien. Von der offiziellen Wissenschaft wird diese Schrift nicht anerkannt, weil es angeblich eine Mixtur ist zwischen Linie A, griechische Linie A, Linie B, Runen und Symbolen. Es hat in Deutschland Professor Schildmann gegeben. Er war der Präsident der Deutschen Linguistikgesellschaft und ihm ist es gelungen, diese Schrift zu entziffern. Und die Darstellung dieser vier Schriftsymbole hier, laut seiner Übersetzung besagen, der Sohn des Schöpfers kommt. Hier sehen Sie ein weiteres Objekt aus diesem Fund, die Darstellung, wie man diese Pyramide halten soll. Auf dem rechten Arm steht die Pyramide und die linke Hand wird auf die Pyramide draufgesetzt. Hier sehen Sie die Augendarstellungen. Und hier auf diesem Stein eine Darstellung, wie die Pyramide benutzt wurde. Hier sehen Sie einen sitzenden Mann, der die Pyramide genau in dieser Form hält. Aus seinen Augen gehen wie Strahlen heraus und hier sehen Sie zwei gebeugte Menschen. Auf dem Kopf ein flacher Helm mit einer Antenne, die hochgeht zu diesem Objekt. Hier ist der Helm, der auch dort gefunden wurde und Sie können sehen, dass hier ein Teil herausgebrochen wurde, wahrscheinlich diese Art von Antenne. Dann sehr interessant auch diese Objekte und zwar ein großer Jadeitbecher mit einer Sternenkonstellation Einlegearbeit und 12 kleine Becher. Die 12 kleinen Becher sind händisch bearbeitet und haben verschiedene Größen. Wir haben aber alle 12 Becher perfekt mit Wasser gefüllt und vorsichtig in den großen Becher gegeben, der damit auch komplett bis oben hin perfekt gefüllt war. Das ist meiner Meinung nach auch eine künstlerische, sehr starke Arbeit, denn wie gesagt, jeder der Becher hat eine verschiedene Größe und auf den kleinen Bechern haben sie Zahlendarstellungen, die ähnlich aussehen wie die Maya-Zahlen, aber doch kleine Verschiedenheiten haben, wie zum Beispiel die Maya-Zahl 6 wäre dieser Balken waagrecht und der Punkt oberhalb der Linie. Hier sehen Sie den Balken senkrecht und rechts davon die sechste Zahl. Hier sehen Sie eine Nahaufnahme dieses Bechers und das Interessante an diesem Objekt ist, dass der Becher in der Innenseite komplett magnetisch ist, an der Außenseite fast nicht, außer genau hier im Zentrum dieser drei Sternen, genau hier ist er auch sehr magnetisch. Geologen meinten immer wieder, das sei unmöglich, denn wenn ein Jadeitbecher Metallanteile, Erzanteile hat, dann muss er von beiden Seiten gleich magnetisch sein. Ist hier nicht der Fall. Auch hier sehen Sie bei Beleuchtung mit ultraviolettem Licht, leuchten diese Einlegearbeiten sehr stark. Vermutlich wurde dafür lumineszierendes Material verwendet, pulverisiert und mit einer Art natürlichem Quarz in die Einlegearbeiten verarbeitet. Hier sehen Sie Nahaufnahmen dieser Becher mit den Zahlen. Hier auch ein Fund aus derselben Sammlung, eine quadratische Jadeitplatte mit derselben Sternenkonstellation wie auf dem großen Becher mit zwei Figuren, die nach oben schauen und auch dieses Objekt, die Einlegearbeiten leuchten sehr stark unter UV-Licht. Dann auch ein sehr interessantes Objekt, ein herzförmiger Stein, der leider hier beschädigt ist, das ist herausgebrochen und auch hier wurde er beschädigt in der Vergangenheit. Geologen meinen, in der Natur kommt es nicht vor, dass ein Stein von hellbraun sofort auf schwarz die Farbe ändert und Sie sehen hier, wenn Sie genau hinschauen, die geschlossenen Augen, die Nase, der Mund, ein langer Bart und lange Haare. Herzförmig und viele meiner Kollegen und Freunde, die das erste Mal dieses Bild gesehen haben, meinten, dieses Gesicht sieht aus wie das Grabtuch von Turin.
Jetzt könnte man natürlich populistisch sagen, wir haben einen großen Becher und 12 kleine Becher, wir haben einen herzförmigen Stein mit der Darstellung eines Gesichtes, das ähnlich aussieht wie das Grabtuch von Turin, und wir haben die Aufschrift am Boden der Pyramide, der Sohn des Schöpfers kommt. Würde ich aber nicht tun, denn ich finde, anhand des Weltkartensteines alleine müssten diese Objekte mindestens älter als 10.000 Jahre sein, denn auf dem großen Weltkartenstein sind eben Kontinente dargestellt, die so entweder heute nicht mehr oder nicht in dieser Form existieren. Auf der Rückseite dieses herzförmigen Steines haben Sie spiralförmig eine Einlegearbeit, wiederum mit einem Dreieck und einer kleinen Einlegearbeit. Dieser Stein auf der Rückseite ist absolut nicht magnetisch, aber hier, genau hier, an diesem Punkt, haben wir sehr starken Magnetismus. Dann ein weiterer Fund, ein Kopf einer Kobra. Und das ist einer der Hauptangriffspunkte der ecuadorianischen Archäologie, dass sie sagen, diese Objekte sind neuzeitlich oder Fälschungen, denn die Kobra hat angeblich und wissenschaftlich bis dato nachgewiesen in Südamerika nicht existiert. Interessant, auf der Unterseite dieses Kobrakopfes haben sie einen Punkt und 32 Einlegearbeiten, das heißt die Zahl 33 links und rechts davon jeweils 7 Einlegearbeiten. Und auch hier dieses Objekt, wenn man es in der Dunkelheit mit UV-Licht bestrahlt, die Einlegearbeiten strahlen sehr, sehr stark. Automatisch sagt die Wissenschaft natürlich, wenn diese Objekte sicher so alt sein sollten, wie konnten diese Leute dann diese Farbkombinationen erkennen? Denn UV-Licht hat es sicher vor 10.000 bis 12.000 Jahren nicht gegeben. Ein weiteres Objekt, was mit keiner existierenden präkolumbianischen Kultur zu tun hat, ist die Darstellung von Kundalini. Die sexuelle Energie geht schlangenförmig am Rückgrat zum Kopf hoch und endet hier beim dritten Auge. Hier sehen Sie die schlangenförmigen Linien auf der Rückseite. Dann ein weiteres Objekt aus Granit, eine Art Helm bzw. Kopfschale. Man kann dieses Objekt auf die Schultern stellen bzw. man kann es auf den Boden legen und den Kopf hineinlegen. Auch hier haben Sie Einlegearbeiten, und Akupunkturexperten in Wien 2001, wie wir dieses Objekt ausgestellt hatten, meinten dann, diese Einlegearbeiten entsprechen den Akupunkturpunkten auf dem Hinterkopf des Menschen. Also muss diese Kultur bereits über Akupunktur Bescheid gewusst haben. Hier sehen Sie den Besitzer dieser Sammlung heute. Das ist Germán Villamar, ein Ecuadorianer, und er zeigt, wie man diesen Kopfhelm praktisch auf die Schultern aufsetzen kann. Es wurde dort vor einigen Jahren auch eine unbearbeitete Kopfschale gefunden. Also das heißt, dass auch vor Ort, direkt in La Mana, noch Objekte hergestellt wurden. Dann eines für uns, Reinhard kann sich erinnern, wir haben aus verschiedenen Logos für unsere Ausstellung in Wien schwarz mit einer gefärbten Spirale ausgewählt, und wie wir das erste Mal in Quito diese Sammlung gesehen haben, waren wir sehr erstaunt, weil eines dieser Objekte war eine Jadeit-Scheibe in schwarz mit einem orangen Kreis und einer blauen Spirale, das unserem Logo für die Ausstellung sehr entspricht. Ich habe dann, nachdem wir uns viele Objekte angesehen haben, am ersten Abend den Besitzer gebeten, ob er uns für die Ausstellung in Wien 30 bis 40 Objekte borgen könnte. Er meinte dann, ja, aber er muss den Obersten der Ureinwohner dort in Quito, Luis Viracocha, fragen, ob er diese Objekte für die Ausstellung ins Ausland schicken darf. Am nächsten Abend haben wir uns wieder getroffen, Luis Viracocha ist gekommen. Als wir ihn fragten, ob wir die Objekte für die Ausstellung bekommen können, meinte er sofort, absolut unmöglich. Diese Objekte haben spirituellen, sehr starken Charakter für uns, und er lehnt es ab, dass wir die Objekte für die Ausstellung mitnehmen dürfen bzw. ausborgen können.
Sie können sich vorstellen, wir waren dann alle am Boden zerstört, weil solche Objekte haben wir uns eben gewünscht. Ich habe mich dann mit ihm eine Stunde unterhalten über verschiedene Thematiken. Dann meinte er zu Reinhard und zwei weiteren österreichischen Kollegen, sie sollen einen kleinen Faden mit einem Magnet genau ins Zentrum dieser Spirale halten, etwas überhalb. Ich glaube, Reinhard war der Erste, hat das Magnet drüber gehalten und das Magnet fing dann an, sich zu drehen, spiralförmig, bis außerhalb dieser Platte und dann wie ein Perpetuum mobile. Der Zweite, der Dritte hat es probiert. Als Vierter und Letzter kam ich dann dran. Ich habe das Magnet drüber gehalten. Es hat nichts bewegt. Ich habe sogar angeschupft. Es hat sich nicht bewegt. Dann habe ich gelacht und habe gesagt, das funktioniert bei mir nicht und habe es weggelegt, worauf Luis dann geschaut hat und meinte, alle sollen noch einmal probieren. Reinhard und die zwei anderen Kollegen, es hat sich jeweils gedreht und dann kam ich wieder dran, ich habe es wieder drüber gehalten. Ich glaube, es war über eine Minute, Reinhard. Es hat sich nicht bewegt, ich habe es angeschupft und nachdem sich absolut nichts bewegt hat, habe ich gesagt, ich weiß nicht warum. Aber es funktioniert bei mir nicht, lege es weg. Und im selben Augenblick meinte Luis dann zu Hermann Viamar, Hermann, du kannst ihnen die Objekte für die Ausstellung geben. Bis heute weiß ich nicht, wie das funktioniert hat, aber die Kombination, der große Zufall, dass unser Logo ähnlich war wie das Objekt hier dargestellt und mysteriös wieder die Energie dieser Scheibe, jedenfalls, wir haben dann tatsächlich an die 40 Objekte für Wien für die Ausstellung bekommen. Dann auch ein sehr interessantes Objekt, auch wiederum eine Jadeit-Scheibe mit achteckig mit präzisen 7 Kreisen, die verschiedene Durchmesser haben. Und auch das, selbst eine Arbeit dieser Art, wäre heute für einen Steinmetz keine leichte Arbeit. Also wie man das vor vielen tausenden Jahren gemacht hat, ist sicher eines der größten Fragezeichen. Vor einigen Monaten habe ich aus Russland einen Kontakt bekommen über eine russische Sängerin aus Leipzig. Die hat mich in Verbindung gesetzt mit einer Frau Svetlana, die in Russland anhand eines Namens plus Geburtsdatum die Matrix eines Menschen erstellen kann und feststellen kann, ob noch irgendwelche Probleme bei diesem Menschen aus verschiedenen Leben existieren kann und die Matrix in Ordnung bringen kann. Sie hat dieses Objekt in einem meiner Interviews im Internet gesehen und hat eben über diese russische Sängerin dann mit mir Kontakt aufgenommen und meinte eben, dass ihre Arbeit, die Erstellung der Matrix eines Menschen, genau diesen 7 Kreisen entspricht, die bei jeder Matrix jedes Menschen verschiedene Farbenkonstellationen und verschiedene Dicke haben. Und sie hat dann gemeint, ob ich hier eine hochauflösbare Aufnahme dieses Objektes schicken kann, was ich getan habe. Sie hat sich bedankt und dann gemeint, wenn es mir recht ist und ich ihr meinen Namen, Geburtsdatum gebe, dann kann sie meine Matrix erstellen. Und das ist dann hier das Bild meiner Matrix. Und sie hat mich dann wiederum kontaktiert und meinte, sie war mehr als erstaunt, dass meine Matrix den Farben und auch der Dicke der Kreise auf dem vorher gezeigten Objekt entspricht. Ein weiteres Objekt aus dieser Sammlung, ein pyramidenförmiger Stein, der hier oben auch wiederum eine Pyramide mit einem Auge zeigt, hier auf der linken Seite Spiralen und viele verschiedene nicht von uns erklärbare Symbole. Dann ein weiterer Stein mit einer Pyramide mit dem Auge und hier 3 Sterneneinlegearbeiten, die ungefähr der Konstellation des Orions bzw. der Stellung der 3 Pyramiden in Ägypten entspricht. Und dann verschiedene Keramikfiguren, die bis zu einem halben Meter groß sind. Und hier hat mir eine Professorin aus Indien mitgeteilt, dass diese Positionen beim Yoga Padma Asan genannt wird. Auch diese Figur aus der gleichen Sammlung im Lotussitz-Darstellung. Auch diese Figur, das dritte Auge, wird hier dargestellt. Und wenn man weiß,
Ecuador ein Land, das eine sehr hohe Temperatur hat, über das Jahr gesehen. Eine Bekleidung, die für dieses Land etwas unnatürlich aussieht. Und bei dieser Figur, habe sehr viel mit Japan und Asien gearbeitet. Wie ich diese Figur gesehen habe, habe ich in erster Linie gedacht, das sieht mir weit mehr asiatisch aus als präkolumbianisch. Dann geht die Reise weiter nach Guinea-Conakry. In der Nähe der Grenze zu Mali hat Professor Angelo Pittoni, das war ein Geologe, der in Sierra Leone bei Diamantgrabungen zuständig war, aber dort immer vor Ort Mythologien und Legenden nachgegangen ist. Und er hat bei den Arbeiten in Sierra Leone erfahren, dass es eben in Guinea-Conakry eine riesige Steinfigur in Granit gearbeitet gibt. Das stellt dar eine Prinzessin, die durch schwere Fehler zu Stein verdammt wurde. Und Sie sehen hier genau das Gesicht, den Kopf, das Gesicht, die Brust bis etwas unterhalb des Bauchs. Und diese Figur ist in Granit eingearbeitet und hat die Höhe von 140 Metern in Guinea-Conakry. 140 Meter, das ist um 4 Meter höher als der Stephansdom in Wien. Selbst heute wäre es, glaube ich, mit Hochtechnologie schwierig, eine Granitstatue, ein Halbporträt in eine Felswand einzuarbeiten. Professor Pittoni ist dann bis zum Boden dieser Steinformation hingegangen und hat die Absenkungen überprüft und geht davon aus, dass diese Figur vor ca. 12.000 bis 14.000 Jahren gearbeitet wurde. Sie haben hier eine Nahaufnahme und die Gesichtsform entspricht sicherlich nicht eines afrikanischen Menschen, sondern sieht mehr aus südamerikanisch bzw. asiatisch. Vielleicht haben diese Objekte mit dem sogenannten mystischen Kontinent Mu zu tun. Professor Pittoni hat bei den Diamantgrabungen in Sierra Leone immer wieder in verschiedenen Tiefen Steinfiguren und wirklich himmelblaue Steine ausgegraben. Wir haben einen dieser Steine in Wien untersuchen lassen. Es ist absolut kein natürlich gewachsenes Gestein, sondern künstlich gemacht. Die Materialien konnten festgestellt werden. Was nicht festgestellt werden konnte, ist die Färbung, und zwar himmelblau. Und Professor Pittoni hat diese Steine auch Sky Stones genannt. Die Legende dort lautete von den Einheimischen, dass Allah, es sind dort Muslims, Allah Engel verdammt hat, zu Stein gemacht, auf die Erde geschmissen. Er hat den Himmel genommen, auch zu Stein verwandelt. Das würden praktisch die Sky Stones darstellen, die himmelblauen. Und die Sterne genommen und auf die Erde geschmissen, und das sind laut Legende dort die Diamanten. Was noch festgestellt wurde in Spanien bei Untersuchungen, dass diese blauen Steine Iridium enthalten, und Iridium ist ein Material, das normalerweise auf Erde bei Kometeneinschlägen existiert. Hier sehen Sie dann verschiedene dieser sogenannten versteinerten Engel, die dort Nomolis genannt werden. Wunderschön aus Granit gearbeitet, dieses Objekt mit verschiedenen Kreisen, aber dann auch bis zu 50 cm große Granitfiguren, wie hier die Darstellung eines Mannes reitend auf einem Elefanten. Und das geht wieder in meine Forschungen über Riesen, denn dieser Mensch, der hier dargestellt wurde, muss sicher größer gewesen sein als 7 bis 8 Meter. Aber Professor Pittoni hat bei jeder dieser Fundstellen auch organisches Material entnommen, und seine Altersdatierungen gehen von 2500 Jahren bis zur ältesten und am tiefsten gefundenen Figur, die auf 17.000 Jahre datiert wurde, laut dem Material, was in der Nähe gefunden wurde. Das sagt aber nicht, ob die Figuren nicht unter Umständen auch um vieles älter sein können. Auch verschiedene Figuren, die menschlichen Körper mit Reptilienköpfen darstellen. Diese Objekte wären sicher interessant für David Icke, glaube ich, in England.
Und das ist die Figur, die am tiefsten gefunden wurde, stellt eine Art Tier dar. Und im Inneren dieser Figur war diese Metallkugel hier. Wir haben die Metallkugel in Wien untersuchen lassen. Am nächsten Tag hat mich die Professorin angerufen und hat gemeint, Herr Donner, da hat sich jemand einen bösen Scherz mit Ihnen erlaubt. Habe ich gesagt, wie meinen Sie das? Hat sie gemeint, wir haben die Metallkugel untersucht und das ist Chromstahl. Und Sie wissen alle, dass Chromstahl erst 1904 in Österreich das erste Mal entwickelt wurde. Ich habe dann Professor Pittoni angerufen und habe gesagt, Herr Professor, jetzt haben wir ein Erklärungsproblem. Sagt er, was ist los? Sage ich, wir haben die Metallkugel untersuchen lassen. Sagt er, ja, was ist es? Sage ich, Chromstahl, Herr Professor, und das wurde erst 1904 entdeckt. Sagt er, Klaus, ich bin Wissenschaftler und ich habe diese Figur sicherlich nicht geöffnet, ohne vorher Röntgenaufnahmen gemacht zu haben. Und Sie sehen hier, anhand dieser Röntgenaufnahme konnte er erkennen, dass hier ein Hohlraum vorhanden ist, dass dieser Hohlraum aber perfekt verschlossen wurde und innerhalb der Figur bereits ein runder Körper vorhanden war. Und anhand der Röntgenaufnahmen hat er dann einen Restaurator gebeten, genau hier die Öffnung zu machen. Und innerhalb der Figur war bereits diese Metallkugel. Also eine Chrom-Stahl-Metallkugel in einem Objekt, das in etwa 17.000 Jahre alt ist, ist sicherlich erklärungsbedürftig. Und wir haben in Wien und auch in Interlaken, Marco ist hier, er weiß, dass sich die Kugel teilweise über Nacht selbst immer wieder bewegt hat, obwohl die Vitrinen sehr stabil gestanden sind. Dann kommen wir zu den berühmten Kristallschädeln. Dieser Schädel und weitere folgende, insgesamt 6 Schädel, hatten wir als Leihgaben von einer Holländerin, Jocke van Dieten. Zu diesem Schädel meinte Jocke van Dieten, den hat sie in Guatemala gekauft von einem Bauern, der diesen Schädel aus der Erde herausgearbeitet hat bei seinen Arbeiten. Und wir haben in Wien Dr. Rudolf Distelberger, der der Direktor der Schatzkammer des Kunsthistorischen Museums war und weltweit anerkannter Spezialist für Kristall-, Edelstein- und Steinbearbeitung, gebeten, ob er diesen und weitere Schädel untersucht. Denn Jocke van Dieten hat sich vor vielen Jahren geweigert, diesen Schädel mit weiteren für Untersuchungen ins Hewlett-Packard-Institut zu geben. Woraufhin die Kristall-Community sofort behauptet hat, dieser Schädel ist sicher neuzeitlich, weil sonst hätte sie ihn ja zu Untersuchungen freigegeben. Dr. Distelberger hat dann diesen Schädel sehr, sehr lange und genau untersucht und er meinte, er kann am Schädel mit der Lupe noch kleine spitze Einschlagstellen erkennen. Das sagt ihm, dass dieser Schädel in der Rohform mit einem spitzen Gegenstand aus einem Block Bergkristall, Quarz, Rauchquarz herausgearbeitet wurde. Dann konnte er mit der Lupe Kratzspuren in verschiedene Richtungen erkennen, worauf er meinte, vermutlich wurde dieser Kristallschädel mit Quarzsand geschliffen, was eine sehr, sehr zeitraubende und lange Arbeit darstellt. Und vermutlich, meint er, wurde der nach Fertigstellung, nach der Formerstellung mit einem Lederlappen poliert, so lange, bis er diese glatte Form annimmt, was wiederum seiner Meinung nach ein sehr langer Prozess war. Aber das Interessanteste, was er dann meinte, war, er wusste nichts über die Fundumstände. Er meinte dann, dieser Schädel muss sehr, sehr lange unter der Erde gelegen haben, denn es gibt in den Eingravierungsarbeiten Korrosionsablagerungen, die nur entstehen, wenn ein Kristall jahrhundertelang unter der Erde liegt. Und er sagt, dieser Schädel muss mindestens über 500 Jahre im Erdreich gelegen haben. Das heißt, bei diesem Schädel handelt es sich tatsächlich um einen originalen, alten, originalen Meyer-Schädel. Was zum berühmtesten Schädel der Kristallfreunde betrifft, den Mitchell-Hedges-Schädel, den hat Mitchell Hedges 1984, war es glaube ich,
ins Gettys-Museum gebracht und hat dort gefragt, ob man eine Untersuchung machen kann. Und die Experten dort meinten, es gibt eigentlich nur einen wirklichen Kristallbearbeitungsexperten, eben dieser Dr. Rudolf Distelberger in Wien im Kunsthistorischen Museum. Mitchell Hedges hat diesen Schädel dann nach Wien gebracht. Dr. Distelberger hat ihn sehr, sehr genau und lange untersucht. Und er war ein sehr höflicher und wunderbarer Mensch. Und er meinte dann nach der Untersuchung, meiner Meinung nach ist dieser Schädel Ende 19. Jahrhundert in Idar-Oberstein bearbeitet worden. Worauf natürlich ein Aufschrei in der Kristall-Community war. So ein Schädel ist überhaupt heute nicht herstellbar. Den müssen sicher die Aliens auf die Erde gebracht haben. Und vor ein oder zwei Jahren hat National Geographic den besten Kristallschädelmeister in China beauftragt, aus einem Block reinem Bergkristall den gleichen Schädel 1:1 herzustellen wie der Mitchell Hedges Schädel. Und dieser Meister hat es gemacht. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Mitchell Hedges Schädel und dem in China hergestellten, selbst mit abnehmbaren Unterkiefer. Das heißt, wenn man behauptet, dass so ein Schädel heute nicht herstellbar ist, ist das bereits durch National Geographic belegt worden. Dieser Schädel aus Aquamarin wurde in Peru gefunden, auch untersucht von Dr. Distelberger. Dieser hier aus Jade, aus der Mongolei. Zu diesem Schädel eine interessante Geschichte aus Interlaken. Die Ausstellung im Mystery Park, da waren auch diese Schädel präsentiert. Dann hat mich eine Dolmetscherin, Russisch-Dolmetscherin aus Zürich kontaktiert, dass eine sehr, sehr bekannte Schamanin aus Sibirien in Basel ist. Und sie hat von der Ausstellung gehört und sie bittet, ob sie mit mir gemeinsam durch die Ausstellung gehen kann. Schamanin, der Name ist Nina. Ich war dann mit ihr in der Ausstellung und nach 21 Uhr, nach Schließung, sind wir dann gemeinsam auch mit Reinhard Habeck durch die Ausstellung gegangen. Sie hat uns dann zu einigen Objekten Erklärungen dazu gegeben, die wir selbst noch nicht wussten. Aber am interessantesten war es dann vor diesem Schädel hier aus Jadeit. Sie ist dann in Meditation gegangen, hat in einer Sprache gesprochen, die ich überhaupt noch nie gehört habe, hat anschließend dann auf Russisch der Dolmetscherin eine Erklärung gegeben und die Dolmetscherin meinte dann zu mir, der Schädel hat Nina zwei Informationen gegeben. Die erste Information betrifft mich und zwar werde ich in Zukunft viele, viele Sachen aus der Erde holen, aber ich soll die Erde immer in einem guten Zustand hinterlassen. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich mit Archäologie oder Grabungen absolut nichts am Hut gehabt und ich habe gedacht, die Information ist sicher nicht für mich, aber in der Zwischenzeit, das werden Sie dann anhand von Scans, die ich Ihnen zeige, sind wir auch befasst mit Ausgrabungsarbeiten. Und die zweite, aber für mich sensationelle Information war, es war November 2004, die zweite Information lautete, in einigen Tagen wird eine große Welle hunderttausende Menschen töten. Und Sie wissen alle, dass am 26. Dezember der große Tsunami in Südostasien war und tatsächlich über 300.000 Menschen getötet hat. Bis zum damaligen Zeitpunkt war ich immer skeptisch, wenn man gesagt hat, Kristallschädeln überliefern Mitteilungen oder Informationen aus der Vergangenheit, war ich immer skeptisch. Aber am 26. Dezember hat es mir schon etwas die Haare aufgestellt. Dann dieser Schädel aus Lapislazuli aus Brasilien und dieser Schädel aus Rosenquarz aus der Ukraine. Also Sie sehen, auf der ganzen Welt haben alte Zivilisationen den Schädelkult gehabt. Dann dieser Schädel, der wurde gemeinsam mit 3000 Objekten in einer Höhle in Mexiko von einem Bauern gefunden, ist aus reinem Quarz und ist in der Innenseite ausgehöhlt. Und diesen Schädel können Sie dann in Natura hier selbst begutachten. Er hat an der Schädeloberfläche die Eingravierung von Quetzalcoatl, dem gefiederten Gott.
Dieser Schädel wurde mir von Nassim Haramein, dem amerikanischen Physiker, bei einer Konferenz vor drei Jahren in Saarbrücken übergeben. Laut Nassim hat dieser Schädel seinen Vorgängern immer schweres Unglück gebracht. Der letzte Besitzer, der diesen Schädel gekauft hat, wollte heiraten und einen Monat nach dem Kauf dieses Schädels ist seine Verlobte verstorben. Er hat diesen Schädel dann Nassim übergeben und meinte, er will mit dem Schädel nichts mehr zu tun haben. Nassim hat mir den Schädel in Osnabrück übergeben und meinte, ich kann ihn behalten. Und wenn wir wieder die Ausstellung machen, was höchstwahrscheinlich 2006 wieder stattfindet, dann kann ich diesen Schädel auch dem Publikum zeigen, worauf ich sofort zu Nassim gesagt habe, ich will den Schädel nicht besitzen. Dann meinte er, ja, du kannst ihn ja bewahren. Dann habe ich gesagt, ja, Nassim, machen wir ein Abkommen. Wir versuchen festzustellen, wo dieser Schädel hingehört, denn ich bin der Meinung, dass er aus einem Grabraub entsteht. Sage ich, und wenn wir feststellen können, wohin er gehört, dann bringen wir ihn wieder zurück. Und ich muss sagen, er hat mir in den letzten Jahren kein Pech gebracht, im Gegenteil Glück. Und er soll eine sehr starke Energie ausstrahlen. Ich selbst spüre das nicht und war deshalb auch immer etwas skeptisch und habe dann Besuch gehabt von einem sehr guten Freund von mir, einem Psychiater, der auch einer der drei europäischen Zen-Großmeister ist. Und er ist im Wohnzimmer bei mir gesessen und hat nach einer Weile mit dem Knie zu wippen begonnen. Dann dachte ich, heute ist er etwas nervös und dann meinte er zu mir, Klaus, was hast du in deinem Haus? Sage ich zu ihm, was soll ich in meinem Haus haben? Sagt er, du hast etwas in deinem Haus, das hat eine unwahrscheinliche Ausstrahlung, Energie. Sage ich, ich habe nichts im Haus. Sagt er, du musst was haben. Dann habe ich gedacht, oh, vielleicht der Schädel. Geh rauf in den ersten Stock, hol ihn aus dem Zimmer. Und er konnte mich noch gar nicht sehen und meinte sofort, das ist es. Ich spüre schon, die Energie wird schon stärker. Und ich habe den Schädel heruntergebracht, auf den Tisch gestellt. Er ist gleich etwas zurückgegangen und hat gemeint, der Schädel hat eine unglaublich, aber sehr positive Ausstrahlung. Hast du den die ganze Zeit im Haus? Sag ich, ja, der steht bei mir im Schlafzimmer. Sagt er, nein, mach keinen Witz. Sag ich, wieso? Sagt er, ich könnte keine Sekunde schlafen bei der Energie. Sag ich, ich schlafe super. Hier sehen Sie die Eingravierung am Schädel. Und in Paris letztes Jahr auf einer Konferenz war auch Humberts Mann, der Älteste der Mayas, und die Veranstalterin hat mich gebeten am Abend vor der Konferenz, ob ich den Schädel Humberts Mann zeigen kann. Ich habe ihn dann heruntergebracht, habe ihn auf den Tisch gestellt. Humberts Mann hat dann circa 10 Minuten meditiert und meinte dann zu mir, das ist einer der wichtigsten Schädel überhaupt und er ist sicher älter als 10.000 Jahre. Und das haben mir auch Geologen bestätigt, die meinten, er hat hier vor allem auf der rechten Seite sehr starke Kristallisierung und Korrosionsablagerungen. Der Schädel muss tausende Jahre unter der Erde gelegen haben. Und das wäre dann auch, glaube ich, die Bestätigung von Humberts Mann, dass dieser Schädel wirklich einer der ganz, ganz alten und Originalschädeln ist. Und wie gesagt, ich sage immer, er muss uns auch helfen, herauszufinden, wohin er gehört, und wir werden ihn sicher wieder zurückbringen. Dieser Schädel auch interessant, und zwar ist er auch aus reinem Bergkristall, wurde auch einen Monat bevor Dr. Rudolf Distelberger vor 2,5 Jahren verstorben ist, hat er mir noch den Gefallen getan und hat diesen Schädel untersucht. Er ist auch händisch bearbeitet und wurde in Bayern gefunden, und zwar gemeinsam mit einer Transportliste des letzten Zuges, der Ende des Zweiten Weltkrieges von Berlin nach Prag unterwegs war. Und auf der Transportliste stehen verschiedenste Kulturgüter und darunter ist auch eine Nummer und ein Kristallschädel erwähnt. Dieser Kristallschädel wurde in einer alten Holzkiste, die wiederum in einer Lederkiste verpackt war. Auf der Lederkiste stand drauf Otto Rahn. Otto Rahn, wie Sie alle wissen, war Archäologe der SS und hat im Auftrag von Himmler in Rennes-le-Château und Montségur nach dem Heiligen Gral und der Bundeslade geforscht.
Und Dr. Distelberger meinte, dieser Kristall ist nicht aus Südamerika, sondern er ist europäischer Herkunft. Und wir nehmen an, und er war im Besitz von Heinrich Himmler, steht auch auf der Transportliste. Und der Kollege von mir, der ihn jetzt besitzt, hat ihn mir für die Untersuchung nach Wien gegeben. Und er hat mir vor einigen Monaten erzählt, dass sie mit einem Techniker verschiedene Tests gemacht haben mit diesem Schädel, und zwar mit Tonfrequenzen und mit Lasersignalen. Und er sagt, wenn er das selbst alleine gesehen hätte, dann hätte er wahrscheinlich geglaubt, dass er jetzt überschnappt. Aber er hat gesagt, zu dritt haben sie gesehen, nachdem sie mit Lichtreflekten, Laserreflekten und Tonfrequenzen mit dem Schädel gearbeitet haben, dass auf einmal wie ein dreidimensional Pyramiden erschienen sind und ein Reiter auf einem Kamel auf sie zugekommen ist, sie dann mit großen Augen angeschaut hat, umgedreht und wieder verschwunden ist. Und die zweite Darstellung, die dann erschienen ist, eine südamerikanisch aussehende Frau, die geschlafen hat, die Augen dann geöffnet und erschrocken ist und dann auch verschwunden ist und hat gesagt, das waren Darstellungen wie holographische Darstellungen. Also das würde wiederum entsprechen, dass den Aussagen, dass Kristallschädel tatsächlich Informationen enthalten, dass wir aber noch nicht in der Lage sind, diese Informationen wirklich zu übernehmen. Er hat mir versprochen bei meinem nächsten Besuch bei ihm, dass er dieses Treffen mit den drei Personen, die damals dabei waren, eben wieder macht und dass wir weitere Tests versuchen. Und ich bin schon gespannt, was dabei herauskommt und werde Sie sicher darüber informieren. Hier sehen Sie eine Frontaufnahme dieses Kristallschädels. Er ist 9,20 Kilo schwer und ist aus reinem Bergkristall. Dann, Sie wissen, dass auf der ganzen Welt Pyramiden gefunden wurden und immer noch welche gefunden werden. Hier die ägyptischen Pyramiden. Hier die Stufenpyramide in Dashur. Und ein Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir, hat vor 3 Jahren eine neue Technologie entwickelt. Mit dieser Technologie, die auch in die Quantenphysik geht, ist es ihm möglich, jeden Platz der Erde zu scannen nach Anomalien, nach verschiedenen Materialien. Und wir haben bei dieser Stufenpyramide in Dashur haben wir einen Raum im Inneren gescannt, haben einen Gang, der schräg in die Tiefe geht, feststellen können und dann einen viele hundert Meter langen Gang, der schräg nach unten in die Wüste hineingeht, bis zu einer Tiefe von 140 Metern und in 140 Meter eine riesige Grabanlage. Hier die Pyramide von Teotihuacan, die Sonnenpyramide. Hier eine Darstellung dort, wie vermutlich diese archäologische Anlage von Teotihuacan in der Vergangenheit ausgesehen haben muss. Und dann kommen wir zu dieser Sammlung, wo aus der Kristallschädel, der innen hohl ist, den ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und zwar habe ich vor einigen Jahren ein E-Mail erhalten mit der Aufschrift Top Secret und mit 10 Fotografien dabei. Ich habe natürlich sofort den Verdacht gehabt, Top Secret, ohne weitere Erklärung, da will mir sicher jemand Fotos schicken mit einem Virus drinnen und habe dann den Virusscanner drüber laufen lassen, mehrmals, und dann habe ich die ersten Fotos aufgemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich die ersten 10 Bilder erhalten habe, habe ich sofort gedacht, das ist eine komplette Fälschung. Denn die Bilder waren dermaßen gut und unglaublich, dass ich selbst sofort von einer Fälschung ausgegangen bin. Ich habe dann die Kontaktperson in Mexiko zurückgeschrieben, sehr höflich, sehr freundlich, was ich dazu tun kann. Und sie hat mir dann erklärt, dass eben dieser Bauer in Mexiko in einer Höhle 3000 Objekte gefunden hat. 2500 dieser Objekte, Steingravuren, von Medaillongröße bis zu relativ sehr groß und 500 Objekte, die gegossen, aus einem unbekannten Material gegossen sind, worauf ich dann zurückgeschrieben habe, für nähere Untersuchungen soll sie mir einige der Objekte, die eben aus dem gegossenen Material sind, schicken. Wir haben
über Geologen in Wien Materialuntersuchungen gemacht. Diese 500 Gussarbeiten, die von auch wiederum von relativ klein bis zu einem halben Meter groß sind, sind aus Kaolin gegossen. Kaolin wird für die Porzellanerzeugung, aber auch für die Papiererzeugung verwendet. Das heißt, ein Künstler, der 500 Objekte aus Kaolin macht, der muss pro Objekt eine Rohform herstellen, eine Gussform herstellen und dann die Gussarbeit machen. Das heißt, für eine Arbeit, um ein Objekt herzustellen, das ein Mexikaner nie im Leben verkaufen kann, nur um ein Objekt herzustellen, das wäre eine monströse Arbeit. Das könnte ein Bauer sicherlich nicht machen, auch die 2.500 Steinarbeiten nicht. Trotzdem, die Objekte sind so gut, dass es schwer ist, die Originalität anzuerkennen. Hier sehen Sie eine Maske, auch aus dieser Sammlung, mit verschiedenen Halbedelsteineinlagen in mandelförmigen Augen. Und auf der Rückseite diese Darstellungen, die sehr, sehr aussehen wie fliegende, sagen wir UFOs oder fliegende Objekte. Dann eine weitere Maske, auf der Rückseite wiederum ein fliegendes Objekt mit einer Person, die herauskommt, die eine runde Kugel in den Händen hält und schützend die Hand vor diesem Objekt, das aussieht wie, könnte die Erde sein, mit einem Kometen, der in Richtung Erde geht. Also Objekte, Darstellungen, die effektiv auch für UFO-Fans komplette Fälschungen sein müssen, denn sie sind zu gut, um wahr zu sein. Sie sehen hier eine Person in dieser sitzenden Haltung. Es gibt Darstellungen, Ausgrabungen von 1878. Le Blanchion hat in mehreren Metern Tiefen bereits einen sogenannten Gott Chuck Mole ausgegraben, der genau in dieser Körperhaltung, angebogene Füße und schräge Körperhaltung. Die Archäologen meinen, dass dieser Gott Chuck Mole dafür verwendet wurde, um die herausgerissenen Herzen auf seinem Bauch zu verwahren. Sie sehen aber hier eine Darstellung mit Helm und sieht aus wie ein Raumfahreranzug, genau in dieser Position. Hier auch wiederum eine Figur mit Helm sitzend in einem Objekt. Dann alles Figuren und Objekte aus der gleichen Sammlung in Stein gearbeitet. Und Sie haben hier Goldeinlegearbeiten, Edelsteineinlegearbeiten. Das heißt, der Bauer hat sehr große Angst, dass diese Sammlung bekannt wird, dass er der Besitzer ist. Darum läuft das alles sehr, sehr geheim noch zwischen dieser Vermittlungsperson und mir. Und ich habe die Erlaubnis bekommen bei meinem nächsten Besuch in Mexiko, dass wir diese Sammlung persönlich besichtigen und dokumentieren können. Wir haben einige dieser Objekte bei einer Konferenz eben mit Nassim Haramein, der als Physiker einige der Darstellungen physikalisch erklären konnte, vorgestellt und haben aber gebeten, keine Filmaufnahmen zu machen. Jemand hat trotzdem gefilmt und hat diesen Film dann ins Internet gestellt und Sie können sich nicht vorstellen, wie wir beflegelt wurden. Es wurden sogar in Deutschland die größten UFO- und außerirdischen Fans haben uns als Betrüger und Lügner betitelt, worauf Nassim dann zwei dieser Masken von über die Vermittlungsperson erhalten hat. Zwei Masken aus Stein, die mit Halbedelsteinen, mit Mosaiksteinen beklebt waren. Diese zwei Masken hat er an die Universität von Tucson gebracht, in Arizona. Die haben dort aus diesem Klebematerial Samples entnommen, haben festgestellt, dass das eine Art Naturharz war, das zum Kleben dieser Halbedelsteine verwendet wurde. Und wie Sie wissen, organisches Material kann man altersdatieren. Die Altersdatierung der ersten Maske war 8600 Jahre plus minus 100. Die Altersdatierung der zweiten Maske war 12400 Jahre plus minus 100. Und Nassim versucht jetzt weitere zwei Universitäten dafür zu gewinnen, Altersdatierungen zu machen
Und wenn wir drei gleichlautende Altersdatierungen haben, dann kann man davon ausgehen, dass diese Objekte tatsächlich älter als 8.000 und 12.000 Jahre sind. Das ist meine Lieblingsfigur. Sie sehen hier wiederum einen Helm. Sie sehen hier das Visier geschlossen, hier das Gesicht hinter Glas. Und Sie sehen auch hier Flugobjektdarstellung. Also wirklich 3.000 Objekte. Was das Negative an der Präsentation des unerlaubten Filmes im Internet betrifft. Wir haben Mexikaner, haben dieses Interview im Internet gesehen und haben uns dann mitgeteilt aus verschiedenen Provinzen in Mexiko, dass die Ureinwohner dort auch sehr, sehr gleiche Objekte im Besitz haben. Und die haben im März dieses Jahres zwei dieser Provinzen haben ihre Objekte bereits offiziell in einer Konferenz präsentiert. Das heißt, dieser Bauer ist nicht der Einzige, der solche Objekte hat. Es werden jetzt in verschiedenen Provinzen in Mexiko bei den Ureinwohnern treten jetzt dieselben Objekte auf, was wiederum für die Echtheit der Objekte spricht. Hier auch ein Stein aus dieser Sammlung. Und die sehen aus wie Flugscheiben, Sie sehen hier sogar Gesichter herausschauen und hier wiederum Darstellungen. Hier mehrere dieser Objekte haben eben diese Körperhaltung, Darstellung, wie der in Mexiko in verschiedenen Museen gezeigte Gott Chacmol. Und viele dieser Darstellungen, die haben alle die linke Hand gehoben in dieser Stellung und ich sage immer, Gott sei Dank ist es die linke Hand, sonst hätte ich wahrscheinlich in Österreich Probleme mit Wiederbetätigung, falls die rechte Hand wäre. Aber die linke Hand. Ist aber auch für mich interessant, wieso viele dieser Darstellungen mit der linken Hand erhoben dargestellt werden. Warum? Und dieses ist sicher eines der interessantesten Objekte. Wie gesagt, dieses Bild habe ich mit einer der ersten E-Mails erhalten. Und zwar stellt es hier die Sonne dar mit einer Sonneneruption und hier einem dunklen, länglichen Dreieck. Und ich weiß nicht, ob einige von Ihnen letztes Jahr eine Darstellung der NASA, eine NASA-Fotografie gesehen haben mit einer Sonneneruption. Und auch auf diesem NASA-Foto ist ein dunkler, länglicher, dreieckiger Schatten drauf. Aber wie gesagt, das Foto der NASA ist letztes Jahr ins Internet gekommen und dieses Bild habe ich bereits vor 3 Jahren erhalten. Also was es bedeutet, ich kann es nicht sagen, aber Nassim Haramein hat einige physikalische Erklärungen zu Darstellungen auf diesen Objekten. Auch hier wiederum eine Sonneneruption und ein fliegendes Objekt. Hier wiederum eine Person in dieser Körperhaltung mit erhobenem linken Arm. Und hier sehen Sie Le Plongeon bei der Ausgrabung des ersten sogenannten Gottes Chacmol. Und russische Wissenschaftler haben festgestellt, dass genau diese Körperhaltung die perfekteste Körperhaltung für Flüge ins All darstellt. Hier noch einmal ein Originalfoto von Plongeon bei der Ausgrabung des ersten Gottes Chacmol. Und hier sehen Sie gegossene Objekte aus Kaolin mit dieser Körperhaltung. Und hier auf dem Bauch, man könnte sagen, sieht aus wie ein etwas größerer Bildschirm. Hier auch wiederum eine Chacmol-Darstellung. Dann kommen wir zu den Pyramiden in China. Sie wissen, dass es in China über 300 Pyramidenformen gibt. Peter Krasser, ein sehr, sehr guter Freund von Reinhard und auch ein Freund von mir, der vor einigen Jahren verstorben ist, war der Erste, der bei seinen Reisen nach China diese chinesischen Pyramiden eigentlich entdeckt und an die Öffentlichkeit gebracht hat. Hier ein weiteres Foto einer Pyramide. Dann dieses und das nächste Bild habe ich von einer chinesischen Archäologin erhalten, und zwar aus der südlichen Mongolei, zu China gehörend, und zwar runde Pyramidenformen. Und in dieser Gegend, in der Mongolei,
wurden verschiedene Jadeobjekte ausgegraben, aber auch diese Bronzefigur. Und wie ich das erste Bild erhalten habe, hier habe ich sofort gedacht, das ist die Darstellung der ägyptischen Isis. Genau die präzise Darstellung, aber wie gesagt aus Bronze. Und das wäre wiederum einer der Hinweise auf die Existenz, die ehemalige Existenz des sogenannten Kontinents Mu. Denn verschiedene Informationen besagen ja, dass Überlebende von Mu über China, über die Mongolei herunter, über Indien bis nach Ägypten gewandert sein sollten. Die Hongshan-Kultur, hier sehen Sie eben als Vergleich die original ägyptische Isis und hier Bilder von den sogenannten Hongshan-Kultur, die auf 4.000 bis 6.000 Jahre datiert wird. Sie wissen, dass Jade sehr, sehr schwer zu bearbeiten ist, aber wie gesagt, Originalobjekte aus diesen Fundstellen, sehr, sehr skurrile Darstellungen auch. Und dann habe ich vor 2 Jahren den ersten Kontakt zu Herrn Chai bekommen, einem koreanischen Forscher, der seit vielen, vielen Jahren an Objekten Forschungen betreibt, die teilweise in der Mandschurei, in der Mongolei und in Teilen von China bei Grabausgrabungen gefunden wurden, und zwar Jadefiguren, die zwischen 30, 40 und 50 Zentimeter groß sind, präzise bearbeitet, aber alle schwarz gefärbt. Das heißt, wunderbare Jadefarben, verschiedene Farben, aber die Figuren wurden alle schwarz gefärbt und man konnte bis heute laut Herrn Chai nicht feststellen, welches Farbmaterial verwendet wurde, um diesen Figuren die schwarze Farbe zu geben. Immer wieder Darstellungen menschlicher Körper und Tierköpfe. Und dann bei diesen Bildern, die ich von Herrn Chai erhalten habe, sind mir diese Figuren bzw. Symbole bzw. Schriftzeichen aufgefallen. Und Sie wissen, dass auf den Osterinseln Grabungen stattfinden, bei denen man feststellt, dass viele der Moais viele, viele Meter noch unter die Erde hinabreichen und dass bei diesen Ausgrabungen auf der Rückseite dieser Moais Symbole und Schriftzeichen entdeckt wurden, die genauso aussehen wie hier auf diesen Figuren aus Asien. Sie wissen alle, dass die Moais auch aus Vulkangestein sind und schwarz sind. Und warum diese Figuren, Jadefiguren, schwarz gefärbt wurden, worauf, das ist mir dann aufgefallen und ich habe meinen deutschen Freund, der diese neue Technologie hat, gebeten, ob es ihm nicht möglich wäre, einmal einen Scan über die Osterinsel zu machen. Was er dann gemacht hat und er hat mir mitgeteilt und wir haben die Scans dann gemeinsam besprochen, immer wieder in einem bestimmten Abstand hinter vielen dieser Moais haben wir ein Grab feststellen können in mehreren Metern Tiefe, und zwar Grab warum? Weil bei allen diesen Stellen Knochen vorhanden waren, er kann auch Material feststellen, Knochen, Gold und Edelsteine. Und Sie wissen alle, dass auf den Osterinseln niemals Gold und Edelsteine abgebaut wurden. Dann habe ich mehrere Bücher durchstudiert und unter anderem auch das erste Buch von Thor Heyerdahl über seine erste Expedition auf die Osterinsel. Und dort schreibt er ziemlich am Anfang seines Buches, wie wir dort angekommen sind und den Kontakt mit den ältesten Einwohnern, Ureinwohnern der Osterinsel aufgenommen haben, erklärten mir diese, dass vor langer, langer Zeit die Könige hier begraben wurden. Jetzt haben wir auf einmal über meinen Freund, noch nicht wissenschaftlich bewiesen, aber wir sind dabei, Kontakt aufzunehmen mit den Archäologen, die dort die Moais ausgraben. Wir werden ihnen eine dieser Grabstellen positionieren und sie bitten, ob sie uns den Gefallen tun und dort eine Grabung machen, denn sie können dort sicher ein Grab entdecken. Es wurde bis heute noch kein
altes Grab auf den Osterinseln offiziell entdeckt. Ist auch nicht verwunderlich, denn die Gräber sind genauso wie die Moais teilweise viele, viele Meter unter der Erde. Interessant wird es dann, dass wir vielleicht eine Verbindung darstellen können zwischen der Kultur der Osterinsel und der Kultur dieser Mago-Kultur, wie sie Herr Chai genannt hat. Die Mago-Kultur, die er datiert auf mindestens 8.000 bis 10.000 Jahre. Hätten wir wieder einen Hinweis auf den sogenannten mythologischen oder mystischen Kontinent Mu. Warum? Es wurde nie Gold und Edelsteine abgebaut auf der Osterinsel. Warum findet man dort dann Gräber, die eben Gold und Edelsteine enthalten? Und die Mythologie oder die Überlieferung der Alten dort besagt, dass früher die Könige begraben wurden. Könnte das vielleicht die Grabstelle der Könige von Mu sein? Das wäre natürlich eine sensationelle Entdeckung, ist aber nur eine Vermutung. Beweise müssen die Archäologen belegen. Hier ein weiteres Objekt dieser Mago-Kultur. Dann Darstellungen wie diesen Mann. Dann verschiedene Menschendarstellungen, immer wieder mit verschiedenen Gesichts- und Körperformen. Für mich war dieser natürlich wieder in der Forschung über Riesen sehr interessant, denn wenn Sie den Vergleich der Personendarstellung und dem in der Hand haltenden Kopf vergleichen, handelt es sich hier auch, sollte das ein normaler Mensch sein, wäre das sicher ein Riese. Dann immer wieder die übergroße dimensionale Penisdarstellung, Frauendarstellungen. Also sicher noch eine Kultur, über die man bis dato relativ sehr, sehr wenig weiß. Tierdarstellungen. Und hier sehen Sie ungefärbte Jadefiguren, die auch noch gefunden wurden. Aber die Frage taucht natürlich auf, warum wurden diese Jadefiguren schwarz eingefärbt? Auch das eine Original-Jadefigur aus diesen Fundstellen. Und hier eben der Vergleich mit den Moais. Dann eine weitere Legende oder Mythologie ist ja dieser unbekannte oder verschollene Kontinent Atlantis. Ein südafrikanisches Ehepaar hat in Mauretanien Untersuchungen vor Ort gemacht und sie gehen davon aus, dass es sich bei diesem laut Geologen Impakteinschlag um eine Darstellung der Stadt oder einer der Städte von Atlantis handelt, denn ein Impakt erzeugt normalerweise einen nach unten gehenden Krater. Hier haben Sie aber Kreisformen und eine wirkliche Erklärung der Geologen, wie sich ein kreisförmiger Krater entwickelt, ist sehr schwer zu erklären. Das Auge von Afrika, hier haben Sie die englische Erklärung, der offizielle Name lautet Richard Structure und hier eine weitere Aufnahme, also normale Krater sehen anders aus wie diese Darstellung. Hier eine weitere Satellitenaufnahme dieses Auge von Afrikas. Die Kreisdimensionen haben genau die gleichen Dimensionen wie die Beschreibung von Plato von der Stadt Atlantis. Und in der Nähe dieses sogenannten Impaktes gibt es hunderte und hunderte Steinobjekte bei den Einwohnern dort. Für mich interessant war dieses Objekt, denn gleiche Objekte hat Michael Dellinger in Südafrika gefunden. Wie Sie vielleicht alle wissen, Michael Dellinger untersucht hunderttausende Steinkreise, die es in Südafrika gibt. Steinkreise, die teilweise mit Steinkanälen verbunden sind. Viele dieser Steinkreise sind dermaßen schon in der Erde versunken, dass man sie nur mehr aus höheren Lagen oder aus der Luft erkennen kann. Ich durfte mit Michael Dellinger, mit
Helikopter über viele dieser Steinkreise fliegen und Fotos machen. Aber es gibt auch noch erhaltene Steinkreise, die bis zu 2 Meter hoch sind. Hunderttausende. Michael Dellinger hat mit Wissenschaftlern festgestellt, dass diese Steinkreise Wärme und Energie erzeugen. Und Wärme ist insofern interessant, dass Tiere in der Nacht sehr gerne innerhalb dieser Steinkreise schlafen. Warum? Tiere sind feinfühliger als wir Menschen und die merken, dass die Wärme, die Temperatur des Bodens innerhalb der Kreise durch die Wärmeentwicklung ja viel höher ist als draußen. Darum gehen sie alle innerhalb. Und deshalb sind diese Steinkreise für die Archäologen Südafrikas Kuhställe. Nur hunderttausende Kuhställe werfen dann die Frage auf, wo sind die Gebäude der Tierhalter? Erstens. Zweitens, die mysteriöseste Frage ist, viele dieser oder die meisten der Steinkreise sind geschlossen. Wie sind die Kühe hinein und herausgekommen? Mussten die über Brücken gehen oder wie immer? Also eine simple Erklärung, es wäre doch viel leichter, viele dieser Steinkreise bis auf den Boden hinunter aufzugraben, archäologisch zu untersuchen, um festzustellen, was war. Interessant ist aber auch, dass diese Steinkreise genau in Gebieten sind, wo ein südafrikanischer Geologe im Auftrag der südafrikanischen Regierung über 70.000 ehemalige alte Goldgräberstellen erkunden konnte. Dann dieses Objekt wird in Mauretanien als das Surfbrett Gottes genannt. Sie sehen, wie präzise dieses Objekt aus Granit gearbeitet ist. Also sehr interessante Objekte und ich habe noch vergessen, eine Erklärung zu diesem Objekt. Michael Dellinger hat eines dieser Objekte, weil ihm Radiostheten gesagt haben, dass diese Steinform sehr starke Energie entwickelt, hat er eines dieser Objekte im Koffer mitgenommen auf seiner Reise nach Hawaii zu Nassim Haramein, zum Physiker, der ja mit Plasma Energie arbeitet, um diesen Stein von Nassim untersuchen zu lassen. Er musste in Mombasa zwischenlanden, also umsteigen in einen Direktflug nach USA. Dort hat die National Security ja spezielle Untersuchungen am Flughafen. Er war dann mit seiner Freundin schon im Flugzeug drinnen, wurde dann herausgeholt. Vor dem Flugzeug ist sein Koffer gestanden, schwer bewaffnete Soldaten drumherum. Und er musste den Koffer aufmachen und drinnen war natürlich als einziges mysteriöses Objekt dieser Stein. Und der Pilot hat dann später erklärt, warum das Flugzeug Verspätung hatte, weil irgendein Objekt in einem Koffer der Passagiere den Scanner der National Security durcheinandergebracht hat. Also entspricht tatsächlich einer Energieentwicklung. Dann zeige ich Ihnen eben, weil ich vorhin schon über einen Scan meines Freundes von der Osterinsel erklärt habe, was im ersten Moment wahrscheinlich für Sie alle unglaublich klingt. Der Beweis dafür, dass es diese Technologie tatsächlich gibt, ist diese Aufnahme, einer der Beweise, die wir in der Zwischenzeit haben. Und zwar wurden in Australien in einer Felsformation über 300 altägyptische Hieroglyphen entdeckt. Die Übersetzungen dieser Hieroglyphen besagen, dass der zweite Sohn von Cheops von einer Giftschlange zweimal gebissen wurde und verstarb und dort begraben wurde. Altägyptische Hieroglyphen in Australien ist unmöglich, schon gar nicht, wenn es im Zusammenhang mit Cheops geht, denn da würden wir von einem Alter sprechen von ca. 4.500 Jahren, also unmöglich für die Archäologie zu akzeptieren. Diese Hieroglyphen sind in einem Gebiet, wo zu 99,9% niemals ein Mensch normalerweise vorbeikommt. Die Arbeit zu machen, in einen Stein über 300 Hieroglyphen einzuarbeiten an einer Stelle, wo niemand vorbeikommt, höchstwahrscheinlich, halte ich keine gute Idee, um Leute zu verschaukeln, auf Deutsch gesagt. Die Übersetzung war möglich, das heißt, es sind tatsächlich altägyptische Hieroglyphen und sie besagen von einem Grab. Es gibt in Australien ein wunderbares Forscherteam, Vater und Sohn.
Stephen und Evan Strong, die in Kooperation mit den Aborigines Elders viele der archäologischen Stellen untersuchen. Sie haben ein Interview und eine Darstellung eines Scans, den wir über die bosnische Pyramide in Visoko gemacht haben, wo wir Professor Osmanagic zeigen konnten, dass es tatsächlich Gänge in der Pyramide gibt, auch einen Raum und eine Gangverbindung direkt zum Ravne-Labyrinth, wo jetzt Ausgrabungen stattfinden. Und Professor Osmanagic ist dabei mit seinem Team, einen Kontakt zu diesem direkten Gang, der in die Pyramide hineingeht, aufzumachen, was ihm hoffentlich in den nächsten ein, zwei Jahren gelingen soll. Stephen und Evan Strong haben diesen Scan gesehen und sie haben mich dann angeschrieben im Internet und haben gefragt, ob es uns auch möglich wäre, diese Gegend in Australien zu scannen und ob es uns möglich wäre, ein Grab dort festzustellen, denn sie können nichts Ähnliches finden. Mein Freund hat den Scan gemacht. Hier sind die altägyptischen Hieroglyphen und hier befindet sich das Grab, aber hier weit hinter diesen Hieroglyphen ist der Eingang zu einer Anomalie, sprich einem Gang, der sich dann erweitert und hier in einem großen Raum endet. Und wir konnten hier Gold und Knochen feststellen. Das heißt, definitiv ein Grab. Stephen und Evan Strong sind am folgenden Wochenende, nachdem wir ihnen diesen Scan geschickt haben, hierhin und haben tatsächlich hier total überwachsen eine Steinformation gefunden, einen Eingang auch gefunden. Sie sehen hier, dass das keine normale Steinstruktur ist, sondern dass Steinmauern sind hier von Menschen bearbeitet. Sie haben den Eingang gefunden und Sie sehen hier Bilder dieses Ganges und Sie können definitiv sofort erkennen, dass das kein natürlicher Gang ist, sondern dass das wirklich menschlich bearbeiteter Gang ist. Hier eine weitere Aufnahme. Stephen und Evan Strong haben uns bestätigt, sie hätten niemals so weit entfernt von den Hieroglyphen gesucht und sie haben sich bedankt. Aber nach circa 11 Metern ist dieser Gang mit behauenen Steinblöcken versperrt. Wie ich dieses Foto erhalten habe, habe ich Stephen angerufen über Skype und habe ihn gefragt, ob dort irgendwann ein schweres Erdbeben war. Und er hat bestätigt, dass 1976 genau in dieser Gegend ein sehr, sehr schweres Erdbeben war. Und dieses Erdbeben hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass der Gang hier eingestürzt ist. Sie haben angesucht offiziell bei den Rangers dort, ob sie mit Geologen Ausgrabungen dieses Ganges oder Öffnung des Ganges vornehmen dürfen. Das wurde ihnen sofort untersagt. Und Sie sehen ja selbst, dass das hier definitiv ein menschlicher Gang ist. Und unser Scan zeigt uns auch deutlich, dass dort Gold und Knochen vorhanden ist. Also sprich, es gibt dort tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges, mit Ägypten verbundenes Grab. Und das wäre der Beweis, dass bereits vor 4.500 Jahren die Ägypter in Australien waren. Wie wir dieses Grab gefunden haben, hat sich mein Freund dann die Arbeit gemacht, auch die Gegend in der Nähe dieser Hieroglyphen zu untersuchen. Und wir haben eine komplette, verschollene, versunkene Stadt gefunden, die aber meiner Meinung nach nichts mit Ägypten zu tun hat, sondern noch weit in die Vergangenheit zurückgeht. Und Stephen und Evan sind sofort auch in verschiedene Plätze, die wir ihnen angezeigt haben, hingegangen und sie haben Steinmauern, Steinformationen und viele, viele sehr interessante Eingravierungen, überdimensionale Sternkonstellationen und so weiter gefunden. Also es wird interessant, weitere Untersuchungen dort zu machen. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch den Scan meines Freundes über die Sonnenpyramide der bosnischen Pyramiden zeigen. Und Sie können hier erkennen, dass es Gänge gibt, die vom höchsten Gang, der in einer Tiefe von ca. 5 Meter beginnt, bis hinunter in 400 Meter Tiefe geht. Und hier haben Sie
im Zentrum der Pyramide in ca. 150 Meter einen Raum mit vier auseinandergehenden Gängen. Und auch hier haben wir an Material Eisenerz bzw. Edelmetall und Knochen feststellen können. Also vermutlich ist tatsächlich im Zentrum der Sonnenpyramide eine Grabanlage. Ich danke Ihnen recht herzlich und bitte Sie, selbst Ihr Urteil zu machen zu verschiedenen dieser Objekten. Danke vielmals.